Opal des Gezeitenwirkers für App. Hydromantie plus 15 Gezeitenwirken. Oh. Das ist nicht schlecht. Für sie. Sorry, can't. Wieso habe ich nur das ungute Gefühl, dass da die Geister rausspringen, wenn ich das Ding aktiviere? Jo. Fackelstein. Sesam, öffne dich. Und hier unten gibt es ja gar keinen Raum. Hier ist nämlich die Brücke ins Nirgendwo. Ja, ich habe so das Gefühl, die werden aktiv, sobald ich wieder rauskomme. Hey, come have a look at this. Lyra, knack mal hier das Schloss. Was zur Hölle? Flügel des Herolds, nur Nebenhand. Leicht Schnellschritt. Ein Schild. Ein sehr gutes Schild sogar. Ein gutes Schild für mich auf jeden Fall. Für Beric brauchen wir mal was Besseres demnächst. So. Ja, sieht ganz cool aus. Erholungszeit, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit im Kampf. Mhm. Diese drei Gefäße wurden augenscheinlich mit größter Sorgfalt auf dem Altar platziert. Die Schriften darauf gleichen den Fackelschlüssel-Sigillen. Ah, neuer Fackelschlüssel. Amber-Fackelschlüssel. Orangenes Licht tanzt über die Facetten. Mhm. Jetzt erwarte ich aber, dass du aktiv wirst. Nö. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Can't do that. Okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gehe runter und probiere den Fackelschlüssel unten aus. Da ist die Rune für Lantry. Ah, hier drüben komme ich nicht rein. Da muss ich erst durch die Runenhalle. Und ich glaube, die Runenhalle mache ich dann als letztes. Also gehe ich erstmal runter und gehe auf der anderen Seite hoch, weil ich habe so das Gefühl, ich komme auch vom Ostflügel in die Runenhalle nachher. Das heißt, wenn, dann will ich die Runenhalle schön von beiden Seiten aus machen. So. Ich kann auch den da ausprobieren. Aber ich glaube, der Stein, der funktioniert hier bei keinem. Points of Winter ist okay. Mich würde tatsächlich, dass die Geister fallen hier nur zwar aktiv sind, aber nicht ausgelöst werden. Und nö. Das heißt, jetzt gehen wir hier hoch. Das ist übrigens unser erster richtiger Dungeon. Sie hat zwei Wunden, er hat eine Wunde. Das geht noch.
Oh ja, da können wir hier gleich die Rastration mitnehmen. Cut the banter and stay low. So. Was haben wir hier Schönes? Nur 3 Gegner. Vier Gegner, okay. I got it. Dann wird es erstmal hochgebufft. Ach ja, und Lyra wechselt mal wieder zu Schwert und zurück. Look at that. At a future corpse. So. Blitzdingsen, Stein ins Gesicht. Meucheln. I will aid you. Falsche Fähigkeit, falsch. Die Fähigkeit. Mehr Schaden machen. Was hat sie für Probleme gerade? Verängstigt, oh. Sie hat geheilt, er nicht. Rückzug. Das wird ungemütlich jetzt gerade. Bleed out, you little shit. So. Barrick sieht echt nicht gut aus. On my command. Nehmen wir mal alle an. Another scar? Fine. Okay, der haut ab. On it. So. Heilt er sich eigentlich? Ja, der heilt sich. Okay. I got it. Right. Get back here. Der heilt sich und er ist sehr nervig. Deswegen gehen wir mal vor der Breitseite. Hey, nobody saw that, right? Und er hat mich fast getötet. Let's try not to stand out, shall we? Da liegt jemand rum.
Notiz. Diese hastig gekritzelte Notiz scheint im Blut geschrieben zu sein. Sie bricht mitten im Satz ab. Du kannst die Worte nur mit Mühe entziffern. Du sagst, Jacko muss nicht trauen. Er versprach mir eine Provision bei den Geschmähten. Wenn ich seine dumpe Mantelschließe finde, oder was es auch immer war. Lügen nichts als Lügen. In den Tod gelockt hat er mich. Seit ich hier angekommen bin, machen diese Dinger Jagd auf mich. Ich höre sie, wie sie in der Dunkelheit... eine Verhandlung der Archonten. Haben wir einen Hinweis hinzugefügt? Ja, Scharlachrote Chor. Die Streitmächte der Geschmähten waren entweder... Achso. Geschmähte Soldaten wollten das standhafte Abzeichen haben, ein Artefakt, das sie den Altmauern verloren ging. Sie schickten eine Zivilperson, um in ihrem Namen in die Altmauern des Klingengrabs einzudringen. Das war auch nicht gerade nett. So, das hier sieht so aus, als ob es gehen würde. Aber erst nachdem wir gerastet haben, weil Beric ist mit 4 Wunden schon wieder angeschlagen. Ich kann nicht rasten, wenn Feinde in Sicht sind. Das ist okay. So. Dann versuche ich noch schnell den Raum zu säubern. You got it. So. On it. I'm not. Gut. Es sind nur die 3. Not here to make friends. Das heißt, das Vieh kriegt erst mal Breitseite, und zwar volle Kanne. Whatever you need. Dann versuchen wir es mal zu versteinern, während wir Lyra heilen. Whatever you need. Beric versucht es auch mal zu versteinern. Au, das war unschön, dass da so ein Vieh in der hinter uns explodiert ist. Whatever you need. It's a hit! I require needle and thread. I'm going down! Das war Beric. Lyra hat's auch umgehauen. Kriegen wir das Vieh noch tot, bevor das andere Vieh uns tötet? Aktivier mal die Kunst von Gravenash. So, ist weg das Vieh. Yes. I'll be your shadow. Gut, die haben wieder 3 Wunden jeweils, das geht noch. Da ist eh wieder eine Rast. Dieses Stück Metall ist dir nicht vertraut. Dein Meister spielt im Turm-Upgrade Schmiede, weiß vielleicht mehr über diesen Gegenstand. Untersuche diesen Gegenstand. Ja.
Und da ist der Saphir-Fackelstein. Den wir auch noch an uns nehmen können. So. Da würde ich mal vorschlagen, dass es Zeit für eine ist zu speichern mal wieder. Also speichern wir als LP015. Und dann machen wir hier mal wieder einen Cut. Also, bis gleich.